Hallo Welt, ich bin Thomas von Devolution und willkommen zu unserem Zwischenfazit über den Prusa MK4. Wir haben für euch 4 Wochen lang ausführlich den Drucker getestet und möchten euch heute die Erfahrungen, die Vor- und die Nachteile zeigen und das Ganze ein bisschen abschließen, damit wir den Drucker jetzt bei uns in die Druckfarm integrieren können. Und dann gibt es noch nach ungefähr 4 bis 6 Monaten einen Langzeittest. Hier sind einige der positiven und negativen Punkte, die uns während der Testzeit aufgefallen sind. Der Aufbau des MK4 verlief problemlos. Vom Auspacken bis hin zum ersten Druck gab es keinerlei Schwierigkeiten. Sogar ein Päckchen Gummibärchen lag dem Drucker bei, was eine nette Geste ist und bei Prusa, bei den vorgefertigten Druckern zumindest immer noch der Fall ist, auch wenn ich sagen muss, früher waren Päckchen größer. Prusa-typisch gibt es natürlich auch beim MK4 gute Profile schon von Anfang an integriert, gleich in Prusa Slicer, sodass man out of the box ein sehr gutes qualitatives Druckergebnis hat. Da haben wir auch für den Test jetzt gar nichts dran geändert. Außer für die Speedbenchies haben wir immer die Standardprofile benutzt. Das lief sehr gut. Die Druckqualität ist natürlich, wie man es von Prusa kennt, sehr gut. Überhänge und Supports lassen sich sehr gut drucken. Und Stringing ist normalerweise nicht zu sehen. Lediglich das Ghosting ist noch etwas da, da wir noch kein Input-Shaping haben. Das soll in einem Update folgen. Sobald es da ein Update zu gibt, werden wir natürlich auch noch ein Video dazu veröffentlichen. Momentan ist es noch nicht drin, deswegen können wir es auch noch nicht zeigen. Der Prusa MK4 ist etwa 25% schneller wie sein direkter Vorgänger, bei gleicher oder leicht besserer Qualität. Damit gewinnt er in der heutigen Zeit zwar kein Rennen mehr, muss er aber auch nicht. Für unsere Zwecke ist er schnell genug. Lediglich, wenn wir Prototyping machen, da würde ich mir ein etwas schnelleres Draft-Profil wünschen, dass man innerhalb von 2-3 Stunden ein neues Startcase hat und nicht erst innerhalb von 5. Mit unseren 3 Stunden 32 Minuten 300% Benchy haben wir gezeigt, dass Schnelldrucken mit dem MK4 durchaus möglich ist, auch wenn wir natürlich noch nicht die Qualität erreichen, die wir erreichen müssten, um ein vernünftiges, auszusehendes Druckergebnis zu erhalten. Das Tolle am MK4 ist auch, dass man den Drucker extern bedienen kann. Ohne Tools zu verwenden wie Octoprint oder Repetier, können wir hier einfach per Ethernet oder WLAN connecten und Dateien hochladen, drucken, den Status überwachen. Alles prima. Zu dem Alles kommen wir gleich noch bei den negativen Punkten, aber positiv ist auf jeden Fall, dass alles jetzt schon mal eingebaut ist. Die LED-Statusanzeige unter dem Drucker ermöglicht es, den aktuellen Druckstatus auf einen Blick zu erkennen. Wie wir gesehen haben, blinkt er blau, grün, gelb oder rot, wobei rot hoffentlich nicht passieren sollte. Das ist nämlich dann, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Gelb zum Beispiel, wenn kein Filament mehr im Extruder ist. Und blau, wenn er gerade am Arbeiten ist. Und grün, wenn er fertig ist. Und der Wechsel von Filament ist ebenfalls auch nochmal einfacher geworden gegenüber dem Vorgänger. Das geht wirklich ohne Probleme und hat bei unserem Test ohne einen Fehler geklappt. TPU und PETG ließen sich ebenfalls sehr gut drucken. Beim TPU gibt es natürlich noch etwas Stringing und ein bisschen Blobbing. Das liegt aber daran, dass wir einfach das Filament noch nicht gut kalibriert haben. Das PETG-Benchy sieht einfach gut aus. Da wir bei uns allerdings in der Firma meistens mit PLA drucken, ist dieser Test jetzt nicht ausführlich ausgefallen. Wir werden aber in einem späteren Video bei unserem Langzeittest-Update, wenn wir auch mehr mit PETG und TPU vor allen Dingen gedruckt haben, werden wir dazu auch nochmal ein paar Worte sagen können. Derzeit funktioniert's. Der First Layer ist einfach perfekt und es macht Spaß, dem Drucker dabei zuzugucken, denn wir haben nur noch die Fläche, die der Drucker auch tatsächlich drucken muss. Die wird getestet, dann wird der erste Layer immer perfekt gelegt. Das ist einfach cool und macht Spaß. Also das muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut. Man kann natürlich auch auf allen möglichen drucken, sollte man vielleicht nicht tun, aber manchmal macht es auch Spaß. Zeigt aber, wie gut der Wegezellensensor auch mit unebenem Terrain zurechtkommt. Wenn hier mal was nicht ganz gerade sitzt, ist es auch gar kein Problem. Was ich auch perfekt finde, gerade für eine kleine Druckfarm zum Beispiel, ist die Displayanzeige während des Drucks. Denn man sieht genau, was man sehen muss. Was wird gedruckt? Wie viel Prozent sind gedruckt und wie lange dauert es noch, beziehungsweise wann ist es fertig. Das bedeutet, wir haben einmal immer dieses schöne Bildchen vom Druck selber. Wir haben die Prozentanzeige, die langsam hochgeht. Und bei längeren Drucken wird erst angezeigt, der Druck ist zum Beispiel heute um 15 Uhr fertig. Und ca. 2 Stunden vorher springt er dann um, noch eine Stunde paar und 50 zu drucken. Die einzige Kleinigkeit, die ich mir hier gewünscht hätte, wäre, dass man vielleicht beide Zeitangaben immer im Blick hätte. Dass also gesagt werden könnte, wir haben einmal, der Druck ist um 15 Uhr fertig und es dauert noch 30 Minuten. Das wäre auf einen Blick, glaube ich, nochmal schöner gewesen. Aber
So sieht es auch schon mal sehr gut aus und reicht vollkommen aus. Zumal wir durch die LED-Anzeige auch immer sehen, druckt der Drucker gerade oder ist er fertig. Zudem ist uns positiv aufgefallen, wie der MK4 Stromausfälle handelt. Nämlich mit dem letzten bisschen Strom, sobald die Stromzufuhr gekappt ist, fährt die Düse zur Seite. Was heißt, es tropft kein Filament auf den Druck. Und sobald man es wieder anschaltet, fährt die Düse zurück und der Druck geht weiter. Auch der Filament-Runout-Sensor funktioniert prima. Wenn der Drucker merkt, dass das Filament ausgegangen ist, wird das Licht am Drucker gelb und er fragt nach neuem Filament. So muss es sein. Einfach neues Filament reinstecken und dann geht es schon weiter. Prima, Brusa üblich, einfach gut. Natürlich gibt es aber auch gerade bei so einem neuen Gerät wie dem MK4 einige Nachteile, die wir festgestellt haben. Da wäre zum Beispiel einmal die Firmware. Die ist nämlich noch eindeutig nicht fertig. Es fehlt noch Input Shaping, es fehlt noch die Sprachauswahl. Wir haben den einen oder anderen Bug. Der Bildschirm baut sehr langsam teilweise auf, wobei ich nicht glaube, dass sich da noch dran noch etwas ändern wird. Der Touchscreen funktioniert noch nicht, wenn es einer ist. Da gibt es auch verschiedene Informationen drüber. Ja, alles in allem, die Firmware könnte besser sein, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und wenn Input Shaping erstmal kommt, dann wird es vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Zum Thema Schnelligkeit. Das zweite große Problem sind die langsamen Uploads bei Prusa Connect und Prusa Link. Das darf einfach 2023 nicht mehr passieren, dass wir für eine 60 MB G-Code-Datei 12 Minuten warten müssen, bis die Datei überhaupt auf den Drucker kopiert wurde. Zumal, wenn wir es direkt über USB machen, sind wir bei 20 Sekunden. Da jetzt 12 Minuten zu warten, das geht einfach nicht mehr. Deswegen, da muss Prusa auf jeden Fall noch etwas verbessern, wenn das denn möglich ist. Ich weiß nicht, ob es ein Hardware-Problem oder ein Software-Problem ist. Wir hoffen, es ist ein Software-Problem. Dann kann Prusa das sicherlich noch mit einem Firmware-Update lösen. Während wir das hier gefilmt haben, gab es ein Firmware-Update für den MK4. Dort gab es unter anderem Verbesserungen für Prusa Connect und Prusa Link, sodass die Upload-Zeiten deutlich kürzer ausfallen sollten. Wir werden das so bald wie möglich testen und euch dann ein Update unsererseits geben, inwiefern das die Zeiten beeinflusst hat. Sprechen wir über die Lautstärke. Der MK4 ist nicht laut, aber er ist auch nicht leise. Er ist also durchaus gefühlt etwas lauter wie der MK3S, auch im Silent-Modus. Hier sind einige der Lautstärketests, die wir durchgeführt haben. Aber alles in allem ist er noch ein gutes Stück leiser wie die Konkurrenz und auch im Büro konnten wir ihn benutzen. In der letzten Woche haben wir den MK4 auch für unsere normalen Drucke genutzt. Das heißt, wir hatten einige Dartcase 1.0 Deckel, die wir auf dem Gerät gedruckt haben. Teilweise lief es gut, teilweise hatten wir allerdings auch Layer Shifts. Das sollte natürlich nicht vorkommen, wir müssen noch gucken, woran das liegt. Sie waren minimal, aber das reicht für uns aus, dass wir sagen, sowas können wir nicht benutzen. Das ist sehr schade. Die Layer Shifts tauchten auch nicht nur bei unseren Drucken auf. Auch die Rocket Engine hat im oberen Bereich des Drucks ganz leichte Layer Shifts. Da muss einfach nochmal geschaut werden, was das ist. Interessanterweise hat das Alpaca, welches auch fast die komplette Höhe des Druckers einnimmt, keinen einzigen Layer Shift. Zusammenfassend lässt sich sagen, der MK4 ist ein sehr guter Drucker, der MK3-Serie in allen Punkten überlegen und ein super Upgrade. Wenn es jetzt nur Cartesian-Drucker gäbe, dann wäre das hier mit Sicherheit einer der besten. Allerdings gibt es nun mal CoreXY-Drucker, die schneller, qualitativ gleichwertig und auch preislich sich in derselben Region befinden. Für sich genommen ist der MK4 eine klare Kaufempfehlung. Ob man jedoch zu einem MK4 oder zu einem Drucker eines anderen Herstellers greift, muss jeder letztlich selbst für sich entscheiden. Das kommt immer auf die Bedürfnisse an. Unsere Bedürfnisse, offener Druck, PLA, ist gar kein Problem. Auch hier mit dem Drucker, wir kriegen qualitativ super Ergebnisse. Es ist natürlich nicht der schnellste Drucker, aber für uns qualitativ perfekt. Ja, das war unser Zwischenfazit zum Prusa MK4 nach 4 Wochen Dauertest.
Wir werden ihn jetzt in unsere Druckfarm überführen. Da wird er dann munter weiter trocken. Sobald das Input-Training kommt, machen wir ein Update zum MK4. Oder falls es etwas Neues gibt, dann werden wir euch natürlich auch im Video darüber unterrichten. Und wenn euch gefällt, was ihr hier auf dem Kanal seht, dann bitte liken und subscriben und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch kein neues Video. Wir versuchen, viele Videos auf dem Kanal jetzt über 3D-Druck zu machen, denn das scheint zu interessieren und uns interessiert es auch. Macht auch sehr viel Spaß, deswegen erwartet hier in nächster Zeit auch noch mehr. Auch mehr 3D-Drucktests, mehr kleine Hilfestellungsvideos und wir möchten in einer Serie zeigen, wie wir 3D-gedruckte Produkte entwickeln. Und vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen von euch interessant. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.